den Junggesellenabschied von Nina. Ja, ich stehe hier am Bahnhof. Ich bin tatsächlich mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs von Kaiserslautern nach Mannheim. Hier sollte eigentlich dann in 10 Minuten mein Zug Richtung Frankfurt gehen, denn dort wird heute gefeiert. Allerdings fällt dieser Zug aus. Ich muss mich jetzt mal orientieren, wann der nächste kommt. Ja, ein bisschen Verspätung dann, aber naja. Ich freue mich schon auf den Abend. Wir haben einiges geplant. Oder was heißt auf den Abend? Auf den Tag. Wir haben ein tolles Programm. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Hier am Bahnhof ist es ja laut. Aber naja, Simone und ich treffen uns dann am Bahnhof und dann geht's zur ersten Location. Also let's go. Ja Leute, mit Verspätung habe ich Simone gefunden. Wir suchen jetzt eine Toilette und dann geht's mit dem Bus weiter. Also wir machen heute so viele Sachen, die wir sonst niemals machen würden, weil wir ja eigentlich schon voll die Prinzessinnen sind. Auto, ja, Flugzeug, wie auch immer. Aber es gab halt heute zufälligerweise keine Verbindung von Kaiserslautern nach Frankfurt mit dem Zug, mit dem Flugzeug. Was eine Schande aber auch heute. Nee, Spaß beiseite. Es ist mir hier auch zu voll. Crazy. Zugfahren ist crazy. Wir haben es zu unserem Ziel geschafft. Ich hoffe, ihr versteht mich. Das Mikro ist mal wieder ausgefallen. Keine Ahnung. Muss mich später mal drum kümmern. Ja. Wir sind da und jetzt gucken wir mal, was der Tag so bringt. Oh, das ist zu wissen. Nein. Brücke, geh. Nein. Ja, du musst auch vorlesen, ne? Brücke, geh in die Brücke und nimm ein alkoholisches Getränk zu dir. Dann hast du es vielleicht endlich geschafft. Hab ganz viel Spaß und feiert ordentlich ab. Nicht jammern, nur saufen. Okay. Aber haben wir schon geübt. Ja, Nina muss hier eine Schnitzeljagd machen. Und sie ist voll in ihrem Element. Sie buddelt hier im Sand. Was ist, wenn ein Kind das schon weggegraben hat? Nina, wie reagierst du dann? Weiter runter. Ja, ja, Schaufel. Wann habt ihr hier angefangen zu schaufeln? Gestern Abend. Hanna, du so Tunnel zu der nächsten Bank gegraben oder was? Du willst deine Hochzeit auf den Tieren, oder? Da war irgendwas. Sie hat's. Da ist das Wasser. Wie heißt die Wasserader? Ich krieg's auch so raus. Du brauchst nicht die Schaufel. Na, ich sehe ganz Dreck von Michel. Klostell. Was geschafft? Ah. Möchtest du in den Schatten gehen vielleicht? Oder? Ja, bitte. Aladdin. Hat es was mit dieser Zahlenkombination? Ich kann ja mal weiter vorlesen. Genau. Also, aber ich muss mich hier hinstellen. So, alle da? Ja. Ich bitte kurz um Aufmerksamkeit. Liebe Gäste, liebe Mitfahrende, liebe Braut, ein Hoch auf dich. Ich habe lange, lange nach jemandem gesucht, der so ist wie ich, der saufen kann wie ich, der Disney mag wie ich und der aus der Pfalz kommt wie ich, natürlich. Leider muss ich dir aber auch sagen, habe ich in dem Zuge auch deinen zukünftigen Mann kennengelernt. Und auch ich habe mich in ihn verguckt. Zum Wohl! Und dass ihr nicht denkt, ich bin bescheuert und bin in Ninas Verlobten verknallt, das war eine Aufgabe aus diesem Kartenspiel hier. Einer von uns musste eine Rede halten und dabei, also komplett in der Öffentlichkeit, und dabei gestehen, dass die Person halt in den Bräutigam verliebt ist, und ich habe gedacht, komm, ich mach das jetzt. Frankfurt Innenstadt, jetzt laufen nicht viele Eriks rum, ne? Nina hat hier ein Bild und sie muss jetzt einen Passanten finden, der aussieht wie Erik, und mit ihm dann einen Schnappo trinken. Mal gucken, ob sie fündig wird. Kurze Übernahme bei Brinas Vlog. Brina muss kurz noch durchatmen.
Also wir hatten jetzt ein nächstes Spiel und zwar hatten wir 15 Minuten Zeit in zwei Gruppen und mussten mit 3 Euro so viel Dinge kaufen, ertauschen, sonst was, die mit Disney zu tun haben. Es müssen nicht Disney-eigene Sachen sein, sondern es könnten Disney-Dinge sein, die mit Disney zu tun haben. Zum Beispiel ein Apfel für Schneewittchen, ein Honig für Winnie Pooh und so weiter, was euch alles einfällt. Nina war in der gegnerischen Gruppe mit ihren 2 Freundinnen. Brina, ich und Ninas beste Freundin waren in einer Gruppe. Mal gucken, wer gewonnen hat, würde ich sagen. Challenge accepted. Ein Cherry Blossom Parfüm für Mulan. Da hat man gesagt, findet Nemo und Ariel, aber es wird nicht gezählt. Ja, müsst ihr die auseinanderpacken. Das ist Tassilo mit Riss. Zeig das mal genau an die Kamera nach unten. Ja. Die Münzen stehen für Dagobert Duck. Das ist K, die Schlange von das Dschungelbuch. Also einmal in die Kamera halten. Sehr kreativ. Das Danke. Ist der Schmetterling von Bambi, das auf dem Schwanz landet. Okay. Das ist nochmal Bambi. Bambi hat man doch schon. Moment. Das ist Dalmatiner. Das ist Dschungelbuch. 101 Dalmatiner. Susi und Strolch. Tarzan. Oh mein Gott. König der Löwen. Aladdin. Hase. Gut, Bambi schon wieder, aber. Ah! Bernhard und Bianca. Was? Wo? Alice im Wunderland, ja, das weiße Kaninchen. Das war's, glaube ich. Moment. Wir finden noch was. Wo ist noch das Polarbär irgendwo? Ein Pferd. Der Polar Express. Ein Pferd. Polar Express, das Pferd. Das ist von Don Röschens Pferd. Okay. Oder von Rapunzel. Wollen wir nicht so sein wollen. Wie viel haben sie? 15. Dann machen wir weiter. Okay, dann zählen wir uns auch einzeln, ne? Ja. Wir haben eins. Die Hände von. Ja, erstmal die Hände, genau. Oh, ich habe mein Paris verloren. Aber wir haben hier einmal das Karussell im Disneyland. Hier, bitte. Deine Hand. Dann haben wir hier Aristocats, Paris und der Roller, mit dem sie entführt wurden. Hast du auf der anderen Hand was? Nee, ich habe nichts. Ich habe meinen leider verloren, aber kommen ja gleich nochmal. Ich habe hier Ariel und findet Nemo. 5. Hier habe ich die Welle von Vaiana. 6. Dann haben wir hier einmal das Disneyland Paris, ist ganz genau zu erkennen. Hier haben wir Ratatouille. Dann, das mache ich als Joker. Hier hätten wir nochmal Vaiana. Wir haben hier Dagobert Duck, den hatten wir auch. Natürlich. Natürlich, den hatten wir schon voll so hingelegt, wirklich. Wirklich, den hatten wir so. Mädels, guckt mal mit, was es hier noch geben könnte. Die Laterne gibt es bei Dalmatina, gibt es auch so Laternen in London. Stimmt, in London gibt es der Koffer, wo reist man denn? Paddington, das ist nicht Disney. Der ist nicht Disney. Wo gibt es Croissants oder Baguettes? Hey, die Simone hat ja vorhin auch geholfen. Der Schnurrbart, der von... Hat der so ein Schnurrbart? Wer hat einen Schnurrbart? Ja, so ein Wächter von der Queen und da spielt ja Mary Poppins. Ja, nee. Mach mal weiter. Ja, dann haben wir hier Schön und das Biest, ein Rosenblatt. Wir haben eine Erdbeere. Für Lotso. Das ist immer noch unser Joker. Wir haben hier einen Forky und wir haben Baby Yoda als Nugget. Aber bitte nicht anfassen. Und wir haben natürlich ein Disney-Tempo. Nein. Mit Mickey Maus. Okay, warte mal. Das waren jetzt 16, wenn ich richtig gezählt habe. Wir wollten auch 16. Also wir haben beide 16. Unentschieden. Das lag im Rewe im Regal. Das Nugget lag. Also Leute, kurz, wir hatten ja Gleichstand, aber dadurch, dass wir diesen Chicken Nugget hatten, haben wir gewonnen. Nina muss Pantomime machen. Tatsache. Ja. Ich dachte, du kennst kein Disney. Alice im Wunderland. Ja. Vaiana? Achso, Let It Go. Ja! Oh
Jasmin? Tiger von Jasmin? Tintenspieler. Ah, der Krokodil von Tiana. Oder? Jetzt los. Krokodil von Tiana. Die Katze. Alles okay. Ja! Quasimodo. Ja, zurück. Bambi. Ja. Baum? Wolke? Baum? Eis? Spiegel? Karkönigin? Rosa? Rosa? Rose? Beauty and the Beast. Minas Lösung der Aufgaben haben wir jetzt unser erstes Ziel erreicht, oder unser erstes Highlight-Ziel. Und zwar haben wir jetzt Fotoshooting zusammen hier am Ufer. Sieht sehr schön aus, aber es ist gerade richtig voll hier. Ja, damit wir nicht auf dem Trockenen bleiben hier bei dem Trip, hat Brina uns diesen tollen Gürtel bestellt. Ihr seht, es fehlt schon einiges. Brinas ist schon fast leer, deswegen. Ja, noch drei sind drin. Also wir haben ihn schon gut gelernt. Aber wirklich eine gute Investition. Was hat er gekostet? Ich glaube 16 Euro. 16 Euro inklusive Füllung und ich weiß gar nicht, wir waren richtig viele Flaschen dabei. Also echt gut und man kann ihn natürlich immer wieder befüllen für die nächsten Trips. Gibt so ein T-Shirt, ein Button und ein Tattoo. Und eine Fliege und einen schwarzen Rock. Wir ziehen uns aber gleich nochmal um für die Party. Die Mädels haben hier ein Schloss aufgehangen und Nina musste das suchen. Also hier hängen ganz schön viele, ne Leute. Es war schon schwer. Kleines Päuschen, fahren mit dem Taxi schnell ans Hotel einchecken, bevor dann das Abendprogramm weitergeht. Wir duschen uns schnell ab und ziehen auch noch was anderes an. Ja, und dann bin ich gespannt, was der Abend bringt. Auf den Teil habe ich mich jetzt am meisten gefreut. Ja, Simone und ich haben uns jetzt in Windeseile fertig gemacht. Jetzt gehen wir wieder zum Taxi oder Uber haben wir uns bestellt und dann geht es weiter. Was Nina noch nicht weiß, wir haben eine pinke Limo bestellt für sie. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Damit fahren wir dann eine Runde rum, trinken noch ein bisschen was. Und dann geht's zum Der Grieche, heißt das, gell? Das ist was ganz Besonderes. Ein griechisches Restaurant, wo dann ab einer gewissen Uhrzeit die Party losgeht und alle auf den Tischen tanzen. Also genau was für uns. Ja, let's go.
es geht jetzt weiter. Wir sind jetzt hier vor dem Griechen und das soll der Shit hier in Frankfurt. Leute, hier beim Griechen geht's jetzt los. Der Kellner schreit mit Servierten. Ja, Leute, das war unser Junggesellenabschied hier in Frankfurt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin ein bisschen angetüdelt. Aber es ist scheißegal, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen und wir sehen uns dann in Italien wieder. Eigentlich in Zürich, aber ich glaube, das nächste Video kommt in Italien wieder. Bis bald und das war der Grieche. Es hat Spaß gemacht. Ich weiß, die Reihenfolge ist ein bisschen blöd, aber... Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss.